Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im TAT-Studio. Das ist eine exklusive Lesebühne unserer Tageszeitung. Das für viele Kollegen in der TAZ ist es einmal im Jahr eine besondere Freude, nach Leipzig zu kommen, weil die meisten Kollegen von uns erstmal auch ohnehin froh sind, aus Berlin mal rauszukommen. Aber das denn irgendwann in Leipzig zu landen, weil wir diese Stadt gut finden und das Programm, das wir Ihnen hier anbieten, und das gilt besonders für den Autor, den ich Ihnen jetzt hier anzukündigen habe, das ist nicht von Verlagen oktroyiert. Das sind die Redakteure und Redakteurinnen der TAZ, die diese Autoren unbedingt vorstellen möchten. Und diesen Autor wollte ich Ihnen heute ganz bestimmt vorstellen. Ich habe einen Teil dessen, was er Ihnen hier präsentieren wird, bereits im vorigen Jahr in Hildesheim auf einer Tagung gehört und ich schätze ihn als Historiker sowieso. Das ist Detlef Siegfried, herzlich willkommen. Danke. Zu seinem Hintergrund, er gehört zu den Historikern, die mir selbst persönlich, was mein Schreiben und Arbeiten anbetrifft, besonders nah sind, beziehungsweise pflichtgemäß nah sein müssen. Er hat über Popkultur geschrieben, er hat viel geforscht und Time is on my side, das ist eigentlich mit die beste Geschichte, die ich kenne zum Thema, wie kam eigentlich das Populäre, wie kam die Jugendkultur eigentlich auch nicht nur nach Deutschland, sondern überhaupt in die Welt, aber der Fokus lag auf Deutschland und auf Westdeutschland und das ist eine ausgesprochen intensive Materialsammlung, gut miteinander verbunden, kann man jetzt viel drüber reden, aber das hat mich an Detlef Siegfried immer interessiert. Er ist Professor für Neuere Geschichte heißt das, in Kopenhagen, an der Universität dort und er kümmert sich jetzt um einen Mann, der Ernest Bornemann heißt. Für mich mit meinem Jahrgang 57 ist das ein sehr geläufiger, sehr vertrauter Name und ich schätze mal, Jüngere werden ihn kaum kennen. Das Buch ist überschrieben, Moderne Lüste, Ernest Bornemann, Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher. Ich glaube, man diskreditiert ihn nicht, wenn man sagt, dem breiten Publikum ist Ernest Bornemann hauptsächlich als Sexforscher oder Sexualforscher bekannt geworden, als Filmemacher und Jazzkritiker erst nicht. Es ist eine faszinierende Figur. Das ist das Buch dazu. Und bevor Detlef Siegfried ein Stück vorliest. Erstmal generell eine Einordnung. Wer war Ernest Bornemann? Jetzt versuche ich, ja, das klappt. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Jan. Freut mich sehr, dass ich das Buch hier präsentieren darf. Ernest Bornemann, du hast das Populäre angesprochen, das dich besonders interessiert, das mich auch interessiert und das ist auch etwas, was Bornemann interessiert hat. All diese drei Themen, mit denen er gearbeitet hat, Jazz, Film, Sex, daran hat ihn interessiert, dass es eben nicht nur Kultur für eine kleine Elite war, sondern die breite Masse der Bevölkerung interessiert hat und für sie wichtig war. Aber vielleicht muss ich erst noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also Bornemann, die meisten von Ihnen werden ihn ja wahrscheinlich tatsächlich nicht kennen, ist 1933 aus Deutschland emigriert, 6 Wochen vor dem Abitur. Er war politischer Aktivist gewesen und zwar im Sozialistischen Schülerbund, das war eine KPD-nahe Organisation und er hatte einen jüdischen Familienhintergrund. Aber es war insbesondere die politische Verfolgung oder Bedrohung, die ihn dazu gebracht hat, also im Sommer dann nach London auszuwandern. Und in London hat er seine Karriere begonnen, von Anfang an nur noch Englisch gesprochen und geschrieben, weil er mit der deutschen Sprache nichts mehr zu tun haben wollte, aufgrund der NS-Machtergreifung. Und er hat angefangen, sich mit den Themen zu interessieren, die ihn schon vorher in der Weimarer Republik, in Berlin der Weimarer Republik interessiert haben, nämlich mit Jazz und mit Film. Und er hat auf diesen beiden Gebieten dann eine Karriere hingelegt, die ziemlich einmalig ist. Also er war einer der berühmtesten Jazzkritiker, international berühmtesten Jazzkritiker in den 40er und 50er Jahren, hat eine wichtige Rolle gespielt, eben bei der Verteidigung der populären Formen des Jazz gegen esoterisch-künstlerische Minderheiten, die sich da herausgebildet haben. Und er hat eine wichtige Rolle gespielt bei der Etablierung des Blues in Großbritannien im Laufe der 50er Jahre und frühen 60er Jahre, der dann zu der großen Erfolgsgeschichte der englischen Beat-Kultur wurde.
So, das ist das Gebiet des Jazz, dann im Film. Er ist wie alle Deutschen oder wie die meisten Deutschen in Großbritannien interniert worden, als der Krieg begonnen hatte, und zwar als sogenannter feindlicher Ausländer. Und nicht nur interniert worden in Großbritannien, sondern dann nach Kanada gebracht worden und da in ein Kriegsgefangenenlager festgehalten worden. Und nachdem er da rausgekommen war, hat er einen Job gekriegt beim National Film Board of Canada, was eine große Filmorganisation war, die größte staatliche Filmorganisation, die damals weltweit existiert hat und deren Aufgabe es war, sowas wie ein Nationalgefühl der Kanadier zu erzeugen, die erst kurz vorher selbstständig geworden waren als Nation. Vorher waren sie ja britisch. Und jetzt ging es eben darum, so etwas wie ein Nationalgefühl in Kanada zu stiften. Und die zweite wichtige Aufgabe war, antideutsche Kriegspropaganda zu machen. Kanada befand sich wie alle im Commonwealth befindlichen Länder im Krieg mit Deutschland und hat also da an diesem Krieg teilgenommen. Und deswegen haben die Propagandafilme gemacht und Bornemann hat einige dieser Propagandafilme als Regisseur oder Produzent selbst mitgefertigt. Und das fand ich eben auch interessant. So, und das dritte große Thema ist der Sexforscher. Und das beginnt also ab Ende der 60er Jahre. Und warum hat dieser Mann jetzt dein Interesse gefunden? Warst du schon bei deinen anderen Büchern auf ihn, ja, wie sagt man, gestoßen? Oder? Also ich bin auf ihn gestoßen, genau bei diesem Projekt Time is on my side, also das Buch, das ich da vorher geschrieben habe. Und zwar im Archiv von Radio Bremen. Bei Radio Bremen ist der Beat Club gemacht worden. Das hat vielleicht der eine oder die andere von Ihnen schon mal gehört. Eine berühmte Fernsehsendung, in der also das erste Mal in Deutschland Beatmusik produziert wurde, also auf den Bildschirm gebracht wurde, gegen viele traditionalistische Widerstände. Ich glaube, den kennt keiner mehr. Das ist so versunkenes Wissen. Ich glaube, einige von euch kennen den Beat Club. Oh, die Älteren nicken natürlich. Hey. Älteren. Also da habe ich jedenfalls festgestellt, dass nicht der sonst immer genannte Michael Leckebusch die Idee zum Beat Club hatte, sondern eben Bornemann. Der ist geholt worden von Radio Bremen, weil er vorher Erfahrungen in London gemacht hat, also Erfahrungen darüber, wie macht man populäre Musik im Fernsehen, wie präsentiert man das. Und da hat man ihn geholt, um dieses Konzept zu entwickeln. Das fand ich erstaunlich und interessant, weil eben dadurch deutlich wurde, dass Beat oder Jugendkultur, Jugendmusikkultur nicht nur einen Gegenwartsbezug hat, sondern offenbar ein tieferer politisch-historischer Hintergrund dahinter steht. Und dadurch kriegte das ganze Thema eine Tiefe, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Das interessierte mich und da habe ich angefangen, ein bisschen genauer zu gucken, wer war eigentlich dieser Bornemann. Ich erinnerte das auch noch dunkel, ja, irgendwas mit Sexforschung, aber ich hatte in dem Moment das nicht mehr so klar vor Augen und habe dann angefangen, darüber zu forschen. Und da entfaltete sich dieses ganze Panorama. Es war doch auch tatsächlich so, dass Bornemann jedenfalls in unseren gebildeten, sagen wir mal so sogenannten gebildeten Kreisen, in Zeitungen schrieb, die man eigentlich nicht liest. Und dass es eigentlich auch dazu beitrug, dass er sich selber heftig beschädigte, Neue Revue. Stimmt das? War das seine Absicht oder konnte er woanders nicht unterkommen? Also er hat durchaus in einem sehr breiten Spektrum von Zeitschriften publiziert. Er hat im Spiegel geschrieben, er hat in Konkret geschrieben, also dem publizistischen Flaggschiff der Linken, in großen, sehr bekannten Magazinen, Harper's Bazaar, Vanity, Melody Maker und so weiter. Also er hat sehr breit publiziert, aber er hat auch immer gesagt, ich will eigentlich nicht nur für die kleine Gruppe der Intellektuellen schreiben, derjenigen, die sich sowieso für Politik und Kultur interessieren, sondern mir geht es darum, die breite Masse der Bevölkerung zu erreichen. Und deswegen zum Beispiel sowas wie die Neue Revue als Publikationsort, die uns ja tatsächlich fremd gewesen wäre, da uns fremd war. Eine Art Dr. Sommer quasi für ganz und gar Erwachsene, oder? Genau. Also er hat. Kennt jemand von Ihnen Dr. Sommer noch? Oh, klar, auch die Jüngeren. Gibt es immer noch in der Bravo. Also Dr. Sommer für Erwachsene, er hat Sexualberatung in der Neuen Revue gemacht. Genau, du möchtest uns jetzt ein Stück vorlesen. Ja, also du hattest ja gesagt, ich habe 15 Minuten Zeit, so ungefähr, um was aus dem Buch zu präsentieren. Und das ist natürlich schwierig bei einem 450-Seiten-Buch, was soll man da auswählen? Aber ich habe mir gedacht, ich würde Ihnen gerne einen Einblick in verschiedene Aspekte dieses wirklich facettenreichen Lebens präsentieren.
Und ich beginne, also das Buch hat 4 Kapitel, das muss ich vielleicht vorweg sagen. Die Struktur ist so, ich habe mich gefragt, wie kann man so eine Biografie zusammenbringen, die so verschiedene Themen hat, Jazz, Film, Sex. Was ist sozusagen das Einigende davon überhaupt? Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dass das Einigende eigentlich ist, dass diese drei Kunstarten oder Kulturelemente alle etwas mit der Moderne des 20. Jahrhunderts zu tun haben. Man könnte sagen, Sex hat es schon vorher gegeben, natürlich, aber die Vorstellung einer sexuellen Revolution, einer Befreiung des Sexuellen in diesem großen Ausmaß, wie sie dann stattgefunden hat, ist ein typisches Kennzeichen des 20. Jahrhunderts. Jazz und Film sowieso. Also, es geht um 20. Jahrhundert, Kulturtechniken der Moderne des 20. Jahrhunderts, deswegen heißt das Buch auch Moderne Lüste. Und der Begriff der Lüste, der liegt bei Bornemann gewissermaßen auf der Hand, weil er ja als Sexualwissenschaftler bekannt geworden ist. Aber ich interpretiere also das Hören und das Sehen eben auch als eine Lust, und die insbesondere mit Musik, mit Jazz verbunden wird, aber auch mit dem Film natürlich. Und deswegen habe ich versucht, diese Biografie zu schreiben als eine aus der Perspektive einer Geschichte der Sinne. Es gibt also 3 Hauptkapitel, die heißen Hören, dabei geht es um Jazz, Sehen, dabei geht es um Film und Fernsehen, und Berühren, dabei geht es eben um seine Sexualforschung. Und es gibt ein Kapitel, das vorgeschaltet ist, mit dem ich jetzt anfangen will. Das heißt, in mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen. In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen. Das ist ein Spruch, der nicht von Bornemann stammt, sondern von Bertolt Brecht. Aber das Brecht war eben Bornemanns großes Vorbild, an dem er sich orientiert hat. Und es geht im Kern um die Frage, warum er immer mit sehr vielen autobiografischen Erfindungen gearbeitet hat. Also was heißt das? Ja, er ist umstritten gewesen, weil Leute gesagt haben, das, was Bornemann da erzählt, das kann überhaupt nicht stimmen. Das glaube ich nicht. Und als ich angefangen habe mit der Forschung an diesem Buch, bin ich Helmut Kendler begegnet bei einer Tagung, der zu mir sagte, was, Bornemann wollen Sie? Dem können Sie kein Wort glauben, das stimmt alles nicht. Und zum Teil ist das richtig. Also er hat zum Beispiel, als Hemingway gestorben war, Anfang der 60er Jahre, einen Nachruf über Hemingway geschrieben in der Frankfurter Rundschau, in dem zum Beispiel steht, er sei ein enger Freund von Hemingway gewesen, habe ihn im spanischen Bürgerkrieg getroffen und ihn oft in Florida und auf Kuba besucht. Meines Erachtens ist das nicht richtig. Es gibt einen breiten Nachlass von Hemingway, der in den USA aufbewahrt wird. Der Briefwechsel ist komplett dokumentiert. Briefwechsel mit Bornemann gibt es nicht. Also eine Freundschaft wird nicht da bestanden haben. Es gab aber andere Geschichten, die zu tun haben mit der Tatsache, dass er eben kein Abitur hatte und deshalb nicht studieren konnte. Er war ja Immigrant im Ausland. Er hatte aber die Ambition, als Intellektueller zu wirken oder zu forschen jedenfalls. Und wenn man forschen will, dann braucht man dafür Zeit und Jobs, in denen man das machen kann. Und das kann man in der Regel nur machen, wenn man nicht nur Abi hat, sondern eben auch studiert hat. Das heißt, er hat seine diversen Studien erfunden. Anfangs war es Musikwissenschaft, später war es Psychologie und Anthropologie und so weiter. Und das hat er auch noch zu einem Zeitpunkt gemacht, wo er schon viele Bücher geschrieben hatte. Aber er hatte eben nicht den akademischen Stallgeruch, der ihm eine Position an der Universität verschafft hat. Das änderte sich auch nach dem berühmten 1968, wo man in Deutschland an jüngeren Reformuniversitäten promovieren konnte, ohne studiert zu haben, zum Beispiel in Bremen. Bremen ist so eine der großen Reformhochschulen, und Bornemann hat sich da also an die entsprechende Fakultät gewandt, an Professoren, und gesagt, also ich habe kein Abi aufgrund meiner Immigration, ich habe nicht studiert, aber gelesen und zusammengearbeitet mit einigen großen Wissenschaftlern, von denen ich gelernt habe. Und Bremen hat dann gesagt, okay, wenn du uns eine Doktorarbeit einreichst, dann kannst du bei uns promovieren, wenn sie gut genug ist. Das musste sie natürlich sein. Und Bornemann hat das also gemacht und mit seinem berühmten Buch Das Patriarchat in Bremen promoviert. Und dann also, ja, 700, das ist eine echte Schwarze, knapp 800 Seiten. Also eine wirkliche Leistung. Und auch vorher schon die Texte, die er gemacht hat, die hatten durchaus akademischen Standard. Aber eben aufgrund dieses hierarchischen Systems nicht geeignet, um ihn an der Uni einzustellen. Das änderte sich dann.
Also ab Mitte der 70er Jahre hat er tatsächlich an Universitäten gearbeitet, eben weil er promoviert war und sozusagen nachträglich beweisen können, dass er also ein guter Wissenschaftler ist. Und die Bremer haben ihn durchgelassen, die haben es akzeptiert. Ja, ja, genau. Das gehörte zum Konzept der Bremer Universität damals. Mhm. Man hat offiziell gesagt, Leute, die kein Abitur haben, nicht studiert haben, können bei uns promovieren, wenn sie die entsprechenden wissenschaftlichen Leistungen vorlegen. Und das hat Bornemann ja gemacht. Also es geht um diese Frage Tarnen und Täuschen. Geschichten erzählen, die nicht stimmen. Ist das eigentlich legitim? Und das behandle ich ziemlich ausführlich in diesem ersten Kapitel und daraus wollte ich einen kleinen Part Ihnen vorlesen. Und das geht so. Durch das Jonglieren mit autobiografischen Fakten entzog sich Bornemann einem kulturellen System, das nur formale Qualifikationen und Prominenz gelten ließ. Hier ging es um Macht, von der bestimmte Gruppen der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Angehörige unterprivilegierter Sozialschichten, denen der Zugang zu höherer Bildung verweigert wurde. In Bornemanns Wahrnehmung vor allem Menschen aus der Arbeiterklasse, Schwarze, Juden und Angehörige anderer Minderheiten. Aus dem Defizit des nicht vorhandenen Abiturs rührte keineswegs mangelndes Selbstbewusstsein, im Gegenteil. Die Vorstellung, dass es so etwas wie Identität oder Authentizität überhaupt geben könnte, erschien ihm mehr als fragwürdig. Zwar spielten Volkskulturen in Bornemanns ethnologischer Arbeit eine große Rolle, er bemühte sich um ihre Aufzeichnung und Beschreibung, aber er war sich darüber im Klaren, dass es reine Formen niemals gab, sondern dass es sich immer um Hybride handelte, also um Kombinationen aus den verschiedensten Quellen, in hohem Maße um Konstrukte. Auch die Idee, dass man die Wirklichkeit filmisch festhalten könne, wie es das Prinzip des Dokumentarfilms suggerierte, mit dem er in Kanada intensiv arbeitete, war eine Fiktion. Bornemann war, wie sein erster Roman ganz am Beginn seiner Karriere überdeutlich zeigt, er hat auch Romane geschrieben, alles andere als naiv. Er hatte einen klaren Blick für soziale Ungleichheiten, Interessen, Machtverhältnisse, die in sich widersprüchliche Komplexität des Lebens und glaubte nicht an Authentizitätsbehauptungen. Wie hätte seine eigene Existenz anders sein können? Rein, wahr, identisch? Fragezeichen. Also das ist ein ganz kleiner Abschnitt aus einer längeren Begründung darüber, dass er diese Erfindung, dass sie sozusagen nicht nur Notlügen waren, sondern dass dahinter ein bestimmtes Konzept steht. Und das Konzept heißt, wir leben in gefährlichen Zeiten, und wenn wir überleben wollen, dann müssen wir uns was ausdenken und können nicht einfach so sein, wie wir sind, was er sowieso irgendwie schwierig fand als Konzept. Und jetzt springe ich mal über zu dem zweiten Kapitel, aus dem ich Ihnen was vorlesen will, und zwar Kapitel Sehen, also zu seiner Film- und Fernsehproduktion. Also es ist so, dieses mit nicht daran glauben, dass es eine Wirklichkeit, oder doch, es gibt eine Wirklichkeit, aber wie kann man die abbilden? Man kann sie nicht eins zu eins abbilden. Und das kann man sehr schön sehen in seiner Dokumentarfilmproduktion. Ein Dokumentarfilm hat ja den Anspruch, im Gegensatz zu fiktionalen Filmen, also zu Spielfilmen, die Wirklichkeit abzubilden. Wie sieht das jetzt mit der dokumentarischen Arbeit in der Praxis aus? Also es gibt sehr viele Filme, Bornemann hat an ungefähr 50 Filmen mitgewirkt, ungefähr 20 davon an führender Stelle. Und das sind alles Dokumentarfilme, die eben Kanada beschreiben oder die Kriegssituation beschreiben und so weiter. Und einer der Dokumentarfilme, der wahrscheinlich am bekanntesten geworden ist, der heißt Zero Hour, also Stunde Null. Und da geht es um die Landung der Alliierten in der Normandie am Ende des Zweiten Weltkrieges, ich glaube 6. Juni 1944, wenn mich mein Gedächtnis nicht ganz im Stich lässt, fand das statt. Und es war vorher schon abzusehen, dass die Alliierten irgendwo auf dem europäischen Kontinent landen würden. Man wusste nur nicht wo. Und dieses National Film Board of Canada hatte also die Ambition, als erstes einen Film präsentieren zu können, nachdem dieses Ereignis tatsächlich geschehen war. Man hatte aber natürlich kein Filmmaterial von dem Ereignis, weil es ja noch nicht eingetreten war. Was Bornemann also gemacht hat, war, er hat an 13 verschiedenen, den wahrscheinlichsten Orten der alliierten Landung, er hat darüber 13 verschiedene Filmversionen gemacht, und zwar aus Filmmaterial
von anderen Schauplätzen, die entweder die alliierten Truppen gemacht hatten oder die von den Deutschen erbeutet worden waren, also Strandlandungen, Übungen von Armeen und so weiter. Und das hat er zusammengeschnitten zu eben 13 verschiedenen Darstellungen dieses Ereignisses. Und als das Ganze dann tatsächlich abgelaufen war, hat er die Darstellung, die in der Normandie spielt, rausgenommen, den Kommentar, der auch schon vorentworfen war, noch etwas präzisiert und das dann rausgebracht als Film. Und das ist am nächsten Tag in 6.000 amerikanischen Kinos gelaufen und hat also die Landung der Alliierten in der Normandie dokumentiert, in Anführungszeichen. Wir sehen, Dokumentarfilm, die reine Fiktion. Also an diesem Beispiel wird das sehr gut deutlich, dass es zwar irgendwie, sagen wir mal, es ist ja nicht, naja, also ich beende das jetzt mal und lese was vor aus einem anderen, zu einem anderen Film. Der berühmteste Film, den er gemacht hat, hieß nämlich Target Berlin, also Ziel Berlin. Und unter den Propagandafilmen, mit denen Bornemann für den Kriegseinsatz gegen Deutschland mobilisierte, ragt also dieser Film, erschien 1944, er hat Regie gemacht, heraus. Der in Zusammenarbeit mit der kanadischen Luftwaffe erstellte Film verfolgt den Weg des ersten Lancaster-Bombers vom Entwurf über die Produktion und den Transfer nach England bis hin zum Einsatz über Feindgebiet. Dieses kanadische Kriegsflugzeug war als größter und schlagkräftigster Bomber des Zweiten Weltkriegs berüchtigt, der in Deutschland immense Zerstörungen anrichtete und auch einen erheblichen psychologischen Effekt erzielte. Der 15-minütige Streifen, also man muss dazu sagen, diese Dokumentarfilme sind immer Kurzfilme. Sie sind vor den Spielfilmen im Kino gezeigt worden, so wie die Wochenschau im deutschen Kino seinerzeit. Okay, also dieser 15-minütige Streifen beschreibt das Flugzeug als Ergebnis des gemeinsamen Einsatzes der Kanadier, die während des Krieges zu einer flugzeugproduzierenden Nation mit einem Ausstoß von 8.000 Maschinen aufgestiegen waren. Er kombiniert Dokumentaraufnahmen von der Flugzeugproduktion oder dem Einsatz über Deutschland mit gespielten Szenen, die etwa den Stolz der Belegschaft der Flugzeugwerke illustrieren. Auch hier also wieder gespielte Szenen, das gehört eigentlich nicht in einen Dokumentarfilm. Ruhigen erzählenden Strecken, die auch theoretische Erläuterungen zu den Mechanismen der Massenproduktion enthalten, folgen dramatischere Abschnitte, unterstrichen durch den gezielten Einsatz von Musik und ungewöhnlichen Kameraeinstellungen. End- und Höhepunkt des Films ist der Angriff von 1.000 Flugzeugen auf Berlin, der, so hatte der kanadische Instrukteur die Mannschaften vor dem Anflug angespornt, ebenso effizient erfolgen solle wie zuvor in Hamburg und dem Feind den entscheidenden Schlag versetzen möge. Der Angriff wird aus der Perspektive der Bomberbesatzung gezeigt und immer ungegenständlicher, sodass die letzten Minuten wie abstrakt erscheinen. Die Aufmerksamkeit richtet sich fast vollständig nach unten. Zu sehen ist eine anfangs dunkle Fläche von unterschiedlich großen, immer stärker sich verdichtenden Lichtpunkten erhellt, aus denen mehr und mehr die Struktur der von Bomben getroffenen Stadt hervortritt. Der Film endet mit dem Hurra der Mannschaften über einen Volltreffer. Wie jetzt die Resonanz auf den Film zeigt, wurde der beabsichtigte Propagandaeffekt erreicht. Das zuständige Ministerium war begeistert und gratulierte allen Beteiligten. Zu Recht, so hieß es dort, habe der Film einen starken Eindruck hinterlassen. Aus dem Telegramm eines Kinobesitzers aus Edmonton geht hervor, wie sehr darüber auch das kanadische Selbstbewusstsein als kriegführende Nation beeinflusst wurde. Zitat auf dieses Kinobesitzers: Target Berlin stieß auf positive Resonanz bei über 10.000 Menschen. Der Film hat in der Tat bewiesen, dass Kanada bei seinem Kriegseinsatz tatsächlich größere Dinge tut, als vielen Leuten klar war, bevor sie diese spezielle Folge von Canada Carries On gesehen haben. So hieß die Reihe, in der das gemacht wurde. Gut, jetzt etwas ganz anderes, nämlich die Rückkehr nach Berlin. Also der Krieg ist zu Ende. Bornemann ist inzwischen Leiter der Filmkommission der UNESCO geworden in Paris, also der UN-Organisation für Erziehung und Bildung und so weiter. Und arbeitet einige Jahre von Paris aus und fährt von Paris nach Berlin. Und dieser erste Besuch in der alten Heimat findet statt im März und April 1948 für so ungefähr 14 Tage. Und der ist ganz interessant. Okay, ich lese jetzt einfach mal vor. Die Eindrücke von dieser Reise sind vergleichbar anderen Besuchs... Also er hat Tagebuchnotizen, gibt es, die
in Berlin im Archiv liegen. Und es gibt eine veröffentlichte Fassung, einen Aufsatz, der in Harper's Magazine erschienen ist, Ende 1948. Also was er schreibt, ist vergleichbar anderen Besuchsberichten deutscher Immigranten in der frühen Nachkriegszeit. Es überwiegt die abständige Beobachtung der Lebensverhältnisse in Deutschland, insbesondere der kollektiven Mentalität der Bevölkerung. Sentimentalität war hier nicht am Platz. Immerhin hatte Bornemann sich noch 4 Jahre zuvor mit eben diesem Film Target Berlin nach Kräften bemüht, die Kampfmoral der kanadischen Bomberpiloten bei der Niederschlagung Nazi-Deutschlands zu stärken. Das Ergebnis, das Trümmerfeld der ehemaligen Reichshauptstadt, nahm er präzise registrierend in Augenschein. Die Wiederbegegnung mit den Orten seiner Kindheit und Jugend berührte ihn, aber nicht der Trümmer wegen, in denen viele von ihnen nun lagen. Zum Zustand der Gedächtniskirche notierte er kühl, Zitat, better than before. Vielmehr interessierte er sich dafür, wie die Menschen die Erfahrung des Dritten Reiches und der Kriegsniederlage verarbeitet hatten. Ähnlich wie Hannah Arendt, bei ihrer Reise nach Deutschland 2 Jahre später registrierte er Zynismus und Amoralität als verbreitete Haltung, die, so Arendt, jetzt zitiere ich aus ihrem Buch, das auffälligste Symptom einer tief verwurzelten, hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung waren, sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen und sich damit abzufinden. Schon bei der Bahnfahrt von Forbach an der deutsch-französischen Grenze gen Osten war ihm am eindrücklichsten die unermüdliche Arbeit aufgefallen, mit der die Menschen beschäftigt waren. Trümmerbeseitigung, Reparatur und Wiederaufbau allenthalben, rauchende Schornsteine und Emsigkeit in den Fabriken bis in die Nacht hinein. Zitat Bornemann, du betrittst eine Werkstatt, die keine Ferien kennt. Bald schon würde man von einem Wirtschaftswunder sprechen, das Fragen nach der Vergangenheit unpassend erschienen ließ. Doch Bornemann sah sich zurückversetzt in das Jahr 1933, Zitat, zurück zwischen den Gesichtern im traumhaften Horror des Déjà-vu. Nichts hat sich geändert. Misstrauen, Argwohn, Angst bestimmen jedes Gesicht, imprägniert durch die tiefgraue Farbe von Hunger und Niederlage. Moralische Kategorien, so schrieb er an Eva, seine Freundin und Frau, seien vollständig verschwunden. Die Deutschen fühlten sich nicht schuldig an den Konzentrationslagern, sie seien nur empört darüber, dass diese ineffizient administriert wurden. Die Gaskammern seien ein Fehler gewesen, so erklärten sie einem heute, Arbeitslager hätten die Aufgabe besser erledigt, die Schwachen wären auch so gestorben und die Starken hätten wenigstens noch nützliche Arbeit verrichtet. In seinem Bericht dienten als Vergleichsebene die Lebensgeschichten von Bornemanns besten Freunden, wie sie am 12. April 1933, seinem 18. Geburtstag, in der Wohnung am Kaiserdamm zusammengesessen hatten. Von den 11 Gästen waren 5 umgekommen in Kampf oder KZ in Madrid, Addis Abeba, Dachau, Sachsenhausen und Auschwitz. 2 weitere setzten den Kampf fort in Palästina und China. 4 waren in Deutschland geblieben und Bornemann wollte herausfinden, was aus ihnen geworden war. Alle hatten sie 1933 der Kommunistischen Partei nahegestanden. 1948 war einer von ihnen immer noch Kommunist und Mitglied der SED, ein anderer zum Katholizismus konvertiert. Der dritte, ein begabter jüdischer Dichter, hielt politische Loyalität für pubertär. Und der 4. Sohn eines jüdischen Hotelbesitzers war in die Sowjetunion gegangen und als Soldat der Roten Armee nach Deutschland zurückgekehrt. Dieser war enttäuscht von der postrevolutionären sowjetischen Kunst, überzeugt, dass die in Ostdeutschland neu entstehende Kunst ihr meilenweit überlegen sei und zynisch, Zitat, ich bin Darwinist, Hitler hat es mich gelehrt, er ermordete die Juden, weil sie ihn nicht zuerst umgebracht haben. Dieses Mal werde ich oben auf sein, ich werde mich von niemandem herumstoßen lassen. Zitat Ende. Dies waren die Freunde seiner Jugend, resümierte Bornemann ernüchtert und sah einen gemeinsamen Nenner, das völlige Desinteresse an einem Moralurteil. So, mehr? Ja, mich würde jetzt mal nochmal interessieren, wie kam Ernest Bornemann, für das er ja berühmt war in den 60er, 70er Jahren, wie kam er zum Thema Sex? Also zu diesem ganzen Schmuddelkram. Es war ja quasi eine große Dissidenzbewegung im Diskursfeld, wie man heute so vornehm sagen würde. Also wie kam er dazu, nicht nur Chronist zu sein, Filmer, Jazzkritiker und so weiter, plötzlich entdeckt er das Ganze, den ganzen Sprengstoff. Also das, ja, was alle, also quasi das Erregungsthema schlechthin.
Also es ist so, dass er hat nicht erst in den 70er Jahren angefangen, sich mit Sexualität zu beschäftigen, sondern schon vorher. Das hat damit zu tun, dass er ganz grundlegend an Volkskulturen interessiert war. Also was treibt sozusagen die normalen Menschen in einer Bevölkerung, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten? Das hat er zuerst untersucht am Thema Jazz. Also es ging um Musik und um die Frage, wie afrikanische Wurzeln in Amerika aufgenommen werden und überhaupt zu Jazz werden. Ist das afrikanische Musik? Ist das Amerikan? Was ist das eigentlich? Also es geht um Volkskultur. Und Ende der 40er Jahre, als er mit Orson Welles zusammenarbeitet, einem berühmten Regisseur, der vielleicht dem einen oder anderen was sagt, da fängt er an, sich für vorgeschichtliche Kulturen zu interessieren, insbesondere für griechische und römische Geschichte, aber nicht eben für die große politische Geschichte, sondern für Volkskultur in der Zeit. Und da beginnt er, das kann man an seinen Materialsammlungen sehen, Zeitungsausschnitte zu sammeln über alles, was er damit irgendwie in Verbindung bringen kann, so ab Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Aber das ist noch nicht so, dass er dazu jetzt richtig intensiv wissenschaftlich arbeitet, sondern nach wie vor interessiert ihn erstmal der Jazz, dann der Film, aber der Jazz eigentlich am längsten. Und er fängt dann Ende der 60er Jahre an, mehr über Sexualität zu arbeiten, weil es ein Buchprojekt in Zusammenarbeit mit dem Scherz Verlag gibt, sozusagen eine Geschichte der Sitten der Menschheit ist da geplant, in 20 Bänden oder so. Und Bornemann sollte also einige dieser Bände schreiben. Und man muss dabei bedenken, er hatte ja keine Stellung an der Uni oder sonst irgendwie sozial gesichert. Er hat das alles ja als Freelancer gemacht. Als freier Autor. Genau, als freier Autor. Das heißt, er musste auch Themen machen, die Geld einbrachten. Deswegen auch diese Zusammenarbeit mit dem Verlag. Also er hat verschiedene Projekte gemacht, die man auch nicht sozusagen als opportunistisch sehen kann oder so, sondern er hat versucht, seine Themen auch zu verkaufen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt bei seiner Arbeit. Okay, es gibt diese Projekte über Rom und Griechenland. Daraus wird aber nichts, weil der Verlag pleite geht oder die Reihe eingestellt wird, weil sie nicht genug Geld bringt und so weiter. Aber da hat er sozusagen schon angefangen, sich damit zu beschäftigen und publiziert dann 1968 ein Wörterbuch der Liebe, also ein Sexuallexikon. Bei Ullstein war das. Bei Ullstein, genau. Ja. Er fängt an, Sexuallexika zu veröffentlichen. Besonders berühmt sein Buch Sex im Volksmund, wo er also das Sexualvokabular der Bevölkerung verzeichnet, wie so ein Lexikon. Was weiß ich... Synonyme für Penis gibt es 1000 verschiedene, die werden da alle aufgezählt und für alles andere eben auch. Und das kann man sich im Detail angucken. Und die Rezensionen waren eigentlich ganz begeistert, weil es eben auch die Zeit war, in der man sich für die einfachen Menschen interessierte, wo Sexualität eben die sexuelle Revolution so langsam schon Anlauf nahm. Und es also fehlte insofern an Material. War er da richtig. Ja genau, es fehlte an Material, an empirischen Bestandsaufnahmen. Und er hat auch was über die Sexualsprache von Kindern gemacht, was also bis heute in der Ethnologie verwendet wird, in der Volkskunde als empirisches Material. Seitdem ist das nie wieder gemacht worden, auch weil die Sexualität von Kindern natürlich immer stärker problematisiert wurde. Verheiligt wurde. Also verheiligt wurde, ja, kann man auch sagen. Also jedenfalls, das war doch ziemlich bahnbrechend. Und... es bleibt eben nicht nur bei der Sexualität, sondern er ist ja auch nach wie vor politisch interessiert. Also das, was er macht, findet immer vor einem bestimmten politischen Hintergrund statt. Und deswegen, das, was ihn am meisten fasziniert an den Gegenwartsbewegungen der späten 60er und der frühen 70er Jahre, ist die Frauenbewegung. Und sein großes Hauptwerk, wie er das selbst nennt, das Patriarchat, über das wir eben schon mal kurz gesprochen haben, entsteht eben als ein Versuch der Frauenbewegung, eine historische Legitimation zu verschaffen, eine Begründung zu verschaffen. Also ja. Er sieht das ähnlich, er sagt in dem Buch selber, also das, was Karl Marx mit dem Kapital der Arbeiterbewegung gegeben hat, das gebe ich jetzt mit dem Patriarchat der Frauenbewegung, eine grundsätzliche Legitimation. Wie fanden das denn die Frauen, dass da ein Mann quasi ihr Karl Marx sein wollte? Ja, das kann man sich ja leicht vorstellen, wie die das fanden. Ganz schlimm. Also die Frauenbewegung hat das mit großer Skepsis aufgenommen. Erstens natürlich, weil es ein Mann war, der das Ganze publizierte. Es gibt auch also Äußerungen aus der Frauenbewegung, die sagen,
Wir finden das ja toll, dass es jetzt sowas gibt wie diese Begründung für uns, aber das hätten wir gerne selber entwickelt. Na gut, nun war es Bornemann, der das geschrieben hat. Er hatte auch ein paar steile Thesen in diesem Buch, die nicht alle gut fanden. Das ist dann doch ziemlich umstritten gewesen. Aber trotzdem, also ein auch empirisch sehr reiches Buch, insbesondere in Bezug auf Rom und Griechenland eben, wo er wirklich große Linien zieht und sehr detailliert Sexualgewohnheiten der verschiedensten Art beschreibt. Das war ziemlich einmalig für seine damalige Zeit. Wenn er akademisch nicht verankert war, also wenn das quasi jetzt nicht sein Feld des Stallgeruchs war, an wem war Bornemann eigentlich in den 50er, 60er, 70er Jahren politisch dran? Hatte er da Kontakte, was weiß ich, das ist jetzt keine rhetorische Frage, war er da mehr in der SPD verankert, war er in der APO verankert, in den Vorformen der APO? Also er war ja, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, man weiß nicht genau, ob er Mitglied der Kommunistischen Partei war in Deutschland oder ihr nur nahe gestanden hat. Ich schätze, es gibt also Äußerungen, die darauf hindeuten, dass er Mitglied war. Und er hat das fortgesetzt in Großbritannien, hat sich aber vom Parteikommunismus gelöst, schon Mitte der 30er Jahre, weil er enge Kontakte zu Trotzkisten hatte, die er interessant fand. Und also den Ausschlag letzten Endes hat gegeben der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt von 1939. Da hat er gesagt, das hat also alle Träume meiner Jugend vollkommen zerstört. Und von der Loslösung von der KP geführt. In den 50er Jahren, da weiß man nicht so viel. Also er versteht sich die ganze Zeit eigentlich links. Und zwar links von der Mitte der Sozialdemokratie. Er wird, als er nach Österreich auswandert, also das hat mir noch gar nicht erwähnt, also das Itinerar, seine Orte sind Berlin, London, Kanada, Paris, London, 1960 nach Deutschland, um den Aufbau eines zweiten deutschen Fernsehens zu leiten. Dann nach Österreich 1969 und da hat er dann bis zu seinem Lebensende 1995 gelebt. Also in Österreich wird er Mitglied der SPÖ und zwar auch deshalb, weil die Sozialdemokratie in Österreich immer linker war als die deutsche Sozialdemokratie. Er hat nicht viel von der SPD gehalten oder sagen wir mal schon insoweit, als er den linken Flügel immer interessant fand, aber nicht so die Mehrheitsregierungssozialdemokratie und so weiter. Also insofern links, ich würde sagen links und frei, also undogmatisch. Ja klar. Aber immer Marxist. Aber man braucht ja trotzdem ein Referenzsystem, mit dem man sich berät. Man ist nicht nur ein Einzelkosmos. Ja. Gab das da welche, die ihm vertraut haben? Ich komme jetzt gleich quasi auf den Gegensatz. Warum sind aus jener Zeit andere Leute berühmter mit der Sexfrage geworden? Um mal zum damalig berühmtesten zu kommen, Günter Ahmen beispielsweise. Ja. Warum haben die sich eigentlich als Popstars, ich finde durchaus problematische Popstars, entwickeln können? Bornemann galt aber immer so ein bisschen als irre. Ja, er war auch ein bisschen irre. Das macht ihn ja auch so interessant. Aber man kann nicht sagen, dass er nicht populär gewesen sei. Er war wirklich bekannt. Er war als diese jungen Sexualwissenschaftler. Arment war natürlich ein Star durch seinen Sexfront von 1970. Aber die anderen, Volkmar Sigusch, Dannecker und so weiter, die sind zwar auch bekannt, aber nicht so breit in der Öffentlichkeit. Also Bornemann ist wirklich ein Promi, schon in den 70er Jahren. Durch die Lexika, aber auch durch die vielen Artikel, die er in populären Zeitschriften geschrieben hat. Und, sehr wichtig, als öffentlichkeitswirksamer Kanal, im Fernsehen kommt die Talkshow auf. Ab 1973, 74 gibt es die ersten Talkshows. Und Bornemann ist also einer, der immer wieder eingeladen wird und zum Thema Sexualität Stellung beziehen soll. Und das macht er natürlich auch. Erstens, weil er ein Sendungsbewusstsein hat und zweitens, weil man damit Geld verdienen kann. Ja, klar. Also er ist bekannt, aber er ist eben, und das löst auch die Spannung zu den universitären Sexualwissenschaftlern aus, weil er ja nicht diesen Stallgeruch hat, die anderen Leute haben. Also Sigusch ist eben Professor für Sexualwissenschaft, der erste in Deutschland, in Frankfurt am Main. Und auch der letzte. Und auch der letzte, genau. Alle anderen sind auch universitär angebunden, die meisten jedenfalls, nicht alle. Günter Arment hat ja auch hauptsächlich freiberuflich gearbeitet. Aber also da fehlte ihm der Stallgeruch zu denen und es fehlte auch eine bestimmte kulturelle Sozialisation. Denn die jüngeren Leute waren natürlich unter anderen Bedingungen groß geworden.
mit der Frankfurter Schule, insbesondere mit der Postmoderne. Die Neobildungsbürger, also nicht die proletarischen Jugendlichen, würde ich mal denken. Nee, na klar. Ja. Aber also mit den ideologischen Strömungen, die dann in den 70er Jahren, 80er Jahren hochkommen, da sind die, oder auch der Popkultur in einer moderneren Form, würde ich sagen. Also da sind die einfach näher dran als Bornemann. Man muss ja sehen, er ist 1915 geboren, als sein großes Buch Das Patriarchat erscheint, 1975, ist er 60 Jahre alt. Also er ist eigentlich ein alter Mann, der den Leuten was über Sexualität erzählt. Da kommen die Jungen, sagen wir mal, schon rein habituell authentischer rüber. Auch weil es ja sehr stark um Jugend geht, Sexualität und Jugend und so weiter. Bei den Älteren, also ich würde nicht sagen, dass er nicht auch ernst genommen wurde. Das wurde er durchaus, aber er war eben nicht so hip wie die jüngeren Sexualwissenschaftler, ganz klar. Lag das auch an einer Form von Tonalität? Also ich habe das, was ich von Bornemann kenne, was ich auch bei dir gelesen habe, das war ja noch so ein Weimarer Republik-Missionston. Also so dieses, ihr sollt Kinder, Mensch, ist das nicht so? Also es hatte nicht so diesen deutschen Nörgelton der kritischen Sexualwissenschaftler, oder so dieses Adonitische. War das wohl möglicherweise auch eher distanzstiftend? Ja, das war es ganz bestimmt. Also er hatte feste Überzeugungen, was gut und was schlecht ist für die Sexualität. Mhm. Und er hat den Leuten auch Ratschläge gegeben. Er hat ja als Sexualberater gewirkt, nicht nur in der Zeitschrift Neue Revue, sondern auch in der Radioberatung und so. Und er hat den Leuten gesagt, zum Beispiel, wenn Probleme auftauchten, was fällt mir jetzt gerade ein? Also wenn dein Freund andauernd an deinem Busen rumkritisiert, dann trenn dich von dem und such dir einen neuen. Und das fand also die Konkurrenz ganz schlecht, dass der solche Ratschläge gibt. Mhm. Oder also was weiß ich, Masturbation zum Beispiel. Also Masturbation war ja ein Thema, was von konservativer Seite immer benutzt worden ist, um die Leute von der Sexualität vollkommen fernzuhalten. Also das war bäh und böse und erzeugte Rückenmarksschwund. Man verbraucht sich so schnell. Ja, genau. Also das hat er natürlich für Blödsinn gehalten. Also da hat er auch ganz klar gesagt, das ist jetzt irgendwie so eine traditionalistisch-konservative Interpretation. Ich finde Masturbation völlig in Ordnung, aber die Leute sollten aufpassen, dass sie nicht zu viel masturbieren und nicht permanent masturbieren, weil es einen davon abhält, sich auf Partnerschaften einzulassen. Das war seine Überzeugung. Heute wissen Sexualforscher, dass beides gleichzeitig läuft. Also man kann einen Partner haben, trotzdem masturbieren und so weiter. Also das, bei Bornemann war das, er hatte diese Auffassung von den Dingen und das hat er eben auch verbreitet. Wie arbeitsam ging das Leben von Ernest Bornemann zu Ende? Arbeitsam? Ja. Was hat er gemacht? Wie war das? Also das Leben ist beendet. Wir kennen ihn ja kaum noch. Das Problem war ja, mit Rente war nicht viel. Er hat ja nur ganz selten in seiner Arbeitsphase Rentenversicherung angespart. Also er musste permanent arbeiten. Das heißt, er hat bis zum Ende Buchmanuskripte verfasst, die er unterbringen wollte, was zum Teil gelungen ist, aber immer schwieriger wurde mit der Zeit, weil er auch immer älter wurde, immer weniger in den Medien präsent war. Und die letzten Jahre müssen ziemlich schlimm für ihn gewesen sein. Er hat ja 1995 Selbstmord begangen, als 80-Jähriger. Nicht so sehr aufgrund der materiellen Situation, sondern zum Teil vielleicht aufgrund der Delegitimierung seiner großen Lebensvisionen. Also die drei großen Ideale, denen er nachgestrebt hat, Sozialismus, Psychoanalyse, freie Sexualität oder sexuelle Revolution, die waren delegitimiert. Es ist wieder zurückgegangen auf allen drei Feldern, seiner Meinung nach. Also das hat sozusagen eine grundsätzliche Desillusionierung und Depression ausgelöst. Der eigentliche Anlass war offenbar, dass er eine jüngere Freundin hatte. Seine Frau war 1987 gestorben, Eva, die sind also ein Leben lang zusammen gewesen. Aber er hatte dann eben diese jüngere Freundin und stellte fest, dass sie sexuelle Neigungen hatte, die nicht seinen entsprachen, nämlich sadomasochistischer Art. Und einen Freund zu Hause bei sich in Köln, mit dem sie das ausagiert hat. Und er hatte schon vorher, bei seinem 80. Geburtstag gab es große Feierlichkeiten.
hat er gesagt, also ist in die Kamera gesprochen, sodass ich hier also auch keine Geheimnisse verrate, sondern das ist von ihm alles immer öffentlich gemacht worden. Er hat gesagt, es ist sehr schwer für einen Mann in meinem Alter zu akzeptieren, dass junge Männer bevorzugt werden, die noch einen hochkriegen. Und das ist sozusagen der Auslöser für diesen Selbstmord gewesen. Mhm. 1995 im Alter von 18. Wir haben dann in Hildesheim im vorigen Jahr schon drüber gesprochen, das große Bild, also in den Sexualwissenschaften, also die großen Helden, kommen alle nicht aus einer Tradition, aus der auch Bornemann selbst stammt. Das sind eben so, du hattest den Namen schon genannt, Leute wie Sigusch, Dannecker, Schorsch und einige andere. Warum sind diese, also einer wie Sigusch lebt ja Gott sei Dank noch und ist emeritiert, aber warum sind so bestimmte Ansätze aus der sexuellen Revolution, gerade diese, populärer geblieben als das, was Bornemann mal verkörpert hat? Ja, weil die sexuelle Revolution, also die Vorstellung, dass Sexualität vollkommen neu erfunden werden könnte in ihrer Freiheit, in ihrem Freiheitsanspruch, ja nicht eingelöst wurde oder, sagen wir, Probleme hervorgerufen hat, mit denen man nicht gerechnet hat. Mhm. Also plötzlich war die Pille da, Geschlechtsverkehr war kein Problem, Sexualität war nicht mehr gekoppelt an Fortpflanzung, sondern war entkoppelt, was eben auch sozusagen auf der technischen Ebene die Freiheit enorm erhöht hat. Aber die Folgen davon waren eben nicht klar. Also wie geht man überhaupt mit dieser neuen Situation um? Wie verbindlich sind Zweierbeziehungen? Ist es wirklich so, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment, wie die 68er gesagt haben? Also es gibt eine ungeheure breite Vielfalt an Möglichkeiten, sexuell aktiv zu sein. Und man hat noch nicht rausgefunden, wo sind eigentlich die Grenzen? Man kann das sehr schön am Beispiel von Kindersexualität illustrieren. Denn also die 68er waren ja davon überzeugt, und Bornemann auch, Bornemann war ein starker Fürsprecher, dass Kinder eine eigene Sexualität haben. Das geht auf Sigmund Freud zurück, der das seinerzeit schon entwickelt hat, dieses Konzept. Und jetzt war sozusagen die Situation, in der man das auch etablieren konnte. Und in der ersten Zeit wird das propagiert von den Akteuren von 68, dann findet man aber immer mehr raus, das hat vielleicht auch eine dunkle Seite, diese Sexualität von Kindern, und man kann das sozusagen nicht vollkommen freigeben. Das führt zum Beispiel dazu, dass in Dänemark, wo Pornografie ja seit 1967 freigegeben war, das erste Mal dieses Gesetz wieder reformiert, Ende der 70er Jahre, und sagt, alles ist frei, nur keine Kinderpornografie. Das heißt, wir haben einen Prozess, in dem also Verschiedenes ausgetestet werden muss. Einiges möglich ist, anderes nicht mehr möglich ist, aber Neues wiederum möglich erscheint. Und da ist das so, dass da spielt die Frauenbewegung rein und sozusagen der Versuch, die Frau als Geschlecht aufzuwerten gegenüber dem Mann, der sozusagen in der Hierarchie immer höher gestanden hat. Und das führt eben dazu, dass Frauen, oder es gibt bestimmte Strömungen in der Frauenbewegung, von der eine sagt, wir müssen uns als Frauen selber finden, und das bedeutet, dass wir mit den Männern nichts zu tun haben wollen. Wir müssen unsere eigenen Organisationen bilden, unsere eigene Kultur entwickeln, und wir distanzieren uns vom Mann, und zwar auch sexuell. Also der sogenannte Schwanzfick war etwas, was man vollkommen abgelehnt hat, in bestimmten Kreisen der Frauenbewegung auf jeden Fall. Und das fand Bornemann schlimm, weil das seine Vorstellung von einer egalitären, machtfreien Sexualität vollkommen konterkariert hat. Also er hat sich ja für die Frauenbewegung eingesetzt und hat gesagt, also die Frauenbewegung kann eigentlich nur erfolgreich sein, wenn sie mit den Männern zusammenarbeitet und wenn es Sexualität natürlich auch zwischen Männern und Frauen denkbar ist und ausgeübt wird. Also das ist eine dieser Tendenzen, wo man sieht, diese Idealvorstellung von sexueller Revolution, die manche hatten und die er auch hatte, gerät an ihre Grenzen um 1980, würde ich mal sagen. Und ein Aspekt, der jetzt für deine Diskussion, also für Sigusch und so weiter wichtig ist, ist, dass die theoretischen Diskurse über Sexualität eine andere Richtung bekommen. Und zwar mit Michel Foucault, der also sozusagen ideologischer
Zeuge, Kronzeuge dafür ist, dass Sexualität nicht nur, sagen wir, hippie-mäßig Blümchensex, also sozusagen weich und freundlich miteinander sein kann, sondern dass die hart sein muss, dass das Verbot wichtig ist, um den Reiz der Sexualität aufrechtzuerhalten und sozusagen eine als Leitideengeber die neue Mode von Sadomasochismus begleitet. Mhm. Und das ist ja, das ist dann wirklich in den 80er Jahren etwas, was immer stärker wird. Und da konnte Bornemann einfach nicht mehr mitmachen. Also Sexualität, die mit Gewalt und Unterdrückung und Schmerz zu tun hat, war nicht seine Vorstellung von Sexualität. Ja, bis zu 50 Shades of Grey heute. Bis zu einem schlechten Kinofilm. Die Zeit rennt uns ein bisschen weg. Also würdest du noch einen einzigen Satz sagen, wie würdest du Bornemann beschreiben, so wie man das, also ich frage jetzt mal quasi amerikanisch, what made him tick? Was hat ihn angetrieben? Ja, das ist natürlich eine schwere Frage, das jetzt so kurz zu kondensieren. Aber ich würde sagen, er hat sich ja selbst als Wissenschaftler betrachtet. Das heißt, man musste empirisch arbeiten, Dinge untersuchen, um dann zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Seine Resultate als Wissenschaftler sind ja von vielen nicht anerkannt worden. Die haben das bezweifelt. Und in der Tat, also nachdem ich jetzt diese Biografie geschrieben habe, habe ich auch so meine Zweifel, ob die empirische Basis, die er behauptet, tatsächlich da war, bei manchen Projekten. Aber man muss dazu sehen, dass er immer ausgegangen ist, nicht bei allem empirischen Arbeiten, ist sein Antrieb immer eine bestimmte Haltung zu haben. Eine bestimmte Auffassung von dem, was er jetzt behandelt, von dem Thema. Wenn er Jazz behandelt, dann geht es darum, die Kulturleistung der Afroamerikaner aufzuwerten. Wenn er Sexualität behandelt, geht es darum, sein Verständnis von freier Sexualität in der Gesellschaft so zu platzieren, dass das einflussreich wird. Er hat bestimmte Botschaften, er hat eine Utopie, von der aus er denkt, einen bestimmten Traum, und es geht darum, das in der Gesellschaft durchzusetzen. Ich würde sagen, ich muss, oder ich sage mal, ich sag das mal persönlich, für mich ist es das Sachbuch der letzten 6 Monate. Lesen Sie das. Das ist die unverdient vergessenste Person der letzten 50 Jahre. Ernest Bornemann ist interessant. Man sollte sich zu dem Thema unbedingt fit machen. Da liest man definitiv mehr, falls es jetzt ein bisschen gemein, als in vielen, was man zu Foucault so ungefähr lesen kann. Dann können Sie sich jetzt beschweren. Das ist jetzt auch gemein. Ich möchte mich aber hauptsächlich bei Detlef Siegfried bedanken für diesen Einblick. Er ist für uns extra aus Kopenhagen gekommen und fährt dahin auch gleich zurück. Schöner Ausflug, Dankeschön. Danke.